Peter Stangls Puppentheater zum Abschluss des Kindersommers in Mautern. Kinder, Eltern, Großeltern, alle wollen den Kasperl sehen. Sie können mir sicher sagen, warum findet heute das Kasperltheater statt? Ja, wir als Wachgemeinde Mautern vom Familien-, Senioren- und Jugendausschuss veranstalten über den ganzen Sommer viele Veranstaltungen und heute ist die Abschlussveranstaltung mit dem Puppentheater Stangl, dass wir auch für unsere kleinsten Kinder eine gute Unterhaltung haben. Ja, und jetzt muss ich erst die Kinder begrüßen. Seid ihr da? Ja! Was? Ja, ich will aber nicht fangen spielen. Ich muss doch einkaufen gehen. Ich habe gesagt, nicht spielen, sondern ich werde dich jetzt fangen. Wieso denn? Denn ich habe einen Herrn, der heißt Zauberer Halifax. Und der hat mir versprochen, wenn ich dich fange, bekomme ich dafür ein gutes Essen. Und ich habe schon so großen Hunger. Pass auf, damit ich dir nicht weh tue, ich schnapp dich jetzt. Ich hab sie. Wie weit hat sich das Kasperltheater in den letzten 20 Jahren verändert? Das hat sich überhaupt nicht verändert. Es sind traditionelle Kasperltheaten, die ziehen immer. Das Gute siegt über das Böse. Veränderung vielleicht bei der musikalischen Begleitung, weil wir auf die Tageshit Rücksicht nehmen. Der Halifax, dieser schlimme Zauberer. Um Gottes Willen, das ist ja ganz schlimm, Kinder. Weiß das schon die Oma und der Opa? Kinder, das müssen wir ihnen erzählen. Bitte helft mir, wir rufen sie alle. Oma! Opa! Opa! Ja, bitte. Die Texte, die schreibst du ja selber. Wie weit wird da trotzdem noch während ein Stück improvisiert? Die Improvisation ist durch die Zwischenrufe notwendig, um das Stück im Griff zu behalten. Gibt mir eben spontane Antworten, die meistens sehr humorvoll sind. Und eigentlich lebt das Kasperltheater davon, dass alles live ist, live passiert. Live gibt es die Zwischenrufe, live gibt es das Kontra dazu. Da bist du ja! Ist alles gut ausgegangen? Ja, Rocco, du brauchst keine Angst mehr haben. Die Kinder und ich, wir haben den Zauberer verzaubert. Komisch, so einer Maus bin ich gerade begegnet da drüben. Die ist gelaufen. Einmal hin, einmal her, einmal kreuz, einmal mehr. Überstopp, überstehen, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Hinter der Maus. Da lief die schwarze Katze. Und die schwarze Katze hat gesagt, mein Mäuschen, bleib stehen. Ich hab dich so gern. Ich hab dich zum Fressen gern. Du bist mein Nachbar. 27 Jahre machst du das jetzt schon. Wie lange gedenkst du es weiterzuführen? Bis zum Tod. Bis dass der Tod mich holt. Na, so schlimm wird es noch nicht werden. Aber man macht es ja mit Leidenschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon noch einige Jahre so weitergehen wird. Ich glaube, dass es jung hält und es ist schön, Kinderlachen zu spüren. Und das ist ein Lebenselixier einfach. Meine Lieblingsspeise, Frankfurter Würstel, Senf und Ketchup. Oh, komm, das muss schnell gehen. Setz dich auf meinen Rücken. Gut, ich darf mich da aufsetzen. Super. Ho, ruck. So. Ho, ruck. Und jetzt geht's ab zur Jause. Und Gretel befreien Kinder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tra, 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 tra. Tralala, die Frankfurter Würstel sind bald da. Meine Mami.